Und Gott wird alle Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben und kein Leid mehr, noch Schmerzen werden sein. Ist das nicht ein Ort, an dem wir am liebsten jetzt sein würden? Was geht? Corey hier und heute geht es um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Einfache Frage, oder? Mit einem Flugzeug. Wir als Christen sagen dazu auch gerettet werden. Wieso man gerettet werden muss, das werde ich in einem anderen Video behandeln. Heute geht es darum, was muss ich glauben, um in den Himmel zu kommen? Anders als in vielen Religionen müssen wir nicht besonders gut sein, um in den Himmel zu kommen oder uns anstrengen. Weil aus eigener Kraft können wir es nicht schaffen, in den Himmel zu kommen. Ohne jetzt um den heißen Brei zu reden, gehen wir jetzt sofort in das Thema. Wie kommen wir in den Himmel? Alles beginnt mit dem Glauben. Du musst an den Himmel glauben, um in den Himmel zu wollen. Das macht Sinn, oder? Es geht nicht um Glauben, wie ich glaube, dass es morgen regnet. Natürlich regnet es morgen. Wir sind in Deutschland. Glaube an den Herrn. Also an Gott. Was für ein Gott? Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der dich und mich erschaffen hat. Es geht hier nicht ums Wissen. Du musst nicht wissen, wie die Welt entstanden ist. An Jesus Christus, den Sohn. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Dass er geboren ist von einer Jungfrau. Dass er für unsere Sünden gekreuzigt wurde. Den Tod besiegt hat. Nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Und dann in den Himmel zu seinem Vater geflogen ist. Und dann zu Gott aufgefahren ist. Man kann noch viel, 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 viel tiefer in dieses Thema gehen. Was man alles spezifisch glaubt. Aber es geht nicht darum, okay, du musst das glauben, du musst dies glauben, du musst das glauben, du musst das glauben und am Ende, wenn du stirbst, kriegst du noch eine Klausur, okay, an was hast du wirklich geglaubt? Nein, es fängt alles an mit dem Glauben an Gott. Und dann wird Gott uns alles andere offenbar. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, das alles zu glauben. Gerade heutzutage, wo wir vermeintlich alles wissen oder so vieles wissen. Aber das ist der Weg, wie wir in den Himmel kommen. Glaube an den Herrn. Glaube an Jesus. Das ist alles, was wir machen müssen, um in den Himmel zu kommen. Wichtig ist zu wissen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, damit wenn wir ihn annehmen und wir an ihn glauben, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Wenn du überhaupt möchtest, wenn du willst, wenn du in den Himmel kommen möchtest, und dann kannst du sagen, Jesus zeigt mir, oder Gott, zeig mir, wie ich diesen Glauben bekommen kann. Ich werde noch tiefer in das Thema gehen in einem anderen Video. Aber es ist wichtig, dass wir daran glauben und es annehmen. Wir müssen annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, die wir noch Sünder waren, damit wir überhaupt das Recht zurückbekommen, in den Himmel zu kommen. Ja, das war's erstmal. Ich muss sagen, dieses Video ist nur eins von, ich denke, 4 Videos, die ich machen werde. Das erste Video, wie jetzt, ging nur um Glauben. Weil es gibt einen Unterschied zwischen, ja, ich glaube, dass ich irgendwann mal Erfolg habe mit diesem YouTube-Channel und glauben oder fast wissen, vertrauen und hoffen darauf, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit er für unsere Schuld geopfert wird. Damit wir irgendwann ewiges Leben haben können und in Ewigkeit mit Gott leben können, wo es kein Leid gibt, wo es keinen Schmerz gibt, wo es keinen Tod gibt, keine Krankheit, keine Naturkatastrophen, kein Corona, kein gar nichts, was negativ ist, was schlimm ist. In den anderen Videos geht es darum, dass Glaube aber nicht alles ist. Das möchte ich im nächsten Video beantworten. Und weiter möchte ich beantworten, wieso müssen wir überhaupt gerettet werden? Also ich habe da nichts Falsches gemacht, ich bin doch nicht schlimm. Und dann möchte ich zum Schluss noch, was wird in deinem Leben anders sein? Und woher kannst du erkennen, dass du wirklich gerettet bist? Und das sind 4 Videos, die ich noch machen möchte. Also, falls ich in diesem Video nicht alles besprochen habe. Erstens, kannst du es unten in die Kommentare schreiben. Zweitens, Ich werde noch einige Sachen zu diesem Thema sagen. Also alles ein tiefes Thema und ich wollte anfangen mit dem leichten Thema. Weil wenn du im Sterbebett liegst,
hast du keine Zeit mehr, um viel zu tun. Es geht an erster Stelle darum, dass du Gott annimmst, dass du glaubst, dass Gott hier ist, dich liebt und so kannst du schon morgen im Himmel sein. Wie der Mann, der neben Jesus am Kreuz hing und Jesus zu ihm sagte, du wirst heute noch, also nicht morgen, sondern heute noch mit mir im Himmelreich sein. Und darum ermutige ich euch, die schon ein bisschen dran schnuppern, die ein bisschen in Richtung, stimmt, da könnte eigentlich ein Gott sein. Das ist, an welchen Gott ihr glauben müsst und wie ihr gerettet werden könnt. Aber wenn ihr morgen noch lebt, beziehungsweise wenn ihr nächste Woche noch lebt, dann seht ihr, was Glaube noch heißt. Also, falls ihr sonst noch Wünsche habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Like das Video, vergesst nicht zu abonnieren, das hilft mir und ihr verpasst dann auch nicht das nächste Video. Bis nächste Woche. Core hier, ihr da, alles klar. Dun 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 d